Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Sergeant Dubio und zu einer Runde Leitstellenspiel. Ja, wir haben jetzt ein bisschen ausgebaut und zwar ist jetzt noch in Gevelsberg die Freiwillige Feuerwehr mit dazugekommen, beziehungsweise die Feuerwache in Gevelsberg. Und ich glaube, das haben wir noch irgendwas. Ja, wir haben noch einen neuen Rüstwagen, der müsste in Wuppertal stehen. Der war schon da. In Remscheid. Müsste ja eigentlich an letzter Stelle stehen. Genau, die Freiwillige Feuerwehr im Wetter hat noch einen Rüstwagen bekommen. Ansonsten ist noch nicht ganz so viel passiert. Wir können ja mal gucken bei den Lehrgängen. Im Verband. Lehrgänge. Oh, es sind keine offen. Gut. Gucken wir gleich mal. Die Feuerwache in Wuppertal-Oberbaumen ist die falsche. Mal weiter. Hier, die Berufsfeuerwehr in Wuppertal. Bei den Ausbauten haben wir den Rettungsdienst bereits erweitert. Das heißt, wenn wir jetzt auf den Fahrzeugmarkt gehen, wir können jetzt auch hier unter Rettungsdienst RTWs, NEFs, KDWs, Großraumrettungstransportwagen und Notarztwagen mit reinnehmen. Die Werkfeuerwehr haben wir auch freigeschalten, da bin ich mir gerade unsicher, warum ich es damals gemacht habe. Zu diesem Spiel nochmal ganz kurz jetzt am Anfang werden auch nochmal einzelne Tutorials kommen. Sprich zu den Feuerwachen. Feuerwachen, genau. Das auch, auf jeden Fall. Zur Polizei. Zur Feuerwehr. Zum Rettungsdienst. Zum THW. Und zur Bereitschaftspol. Die Bereitschaftspol werden entweder extra machen oder gleich mit bei der Polizei mit rein, weil da gibt es nicht ganz so viel zu sagen. Und die Wasserrettung. Alles andere, was ich jetzt noch nicht habe, wie eine SEG, also eine schnelle Einsatzgruppe für den Rettungsdienst, oder was habe ich da auch noch nicht? Ja, Krankenhäuser kommen eh beim Rettungsdienst mit rein, würde ich sagen. Geh mal durch. Leitstelle wird auf jeden Fall ein Video werden mit den ganzen Schulen. Bereitungsraum machen wir da auch mit rein, das ist eine Verbandssache. Und ansonsten kommt dann alles geordnet nach und nach. Nicht alles jetzt hier Rettungswache und Rettungsschule, Krankenhaus in separate Videos, sondern Rettungswache zusammen, also alles, was die umfasst. Wie das genau ausfällt, werden wir mal sehen und wir werden auch zusammen mal so ein Event starten, damit ihr mal seht, wie das Ganze läuft. Jetzt allerdings machen wir erstmal unsere ganz normalen Einsätze, die wir hier haben. Wir gucken jetzt gleich mal, was haben wir denn Schönes in Wuppertal? Eine bewusstlose Person. Dieses Vorkommen oder wie das alles generiert wird und so weiter und so fort, wird auch nochmal in einem Tutorial-Video kommen. Mache ich eine extra Playlist, damit ihr es versteht, weil es ging doch schon ganz schön schnell voran. Und damit ihr es auch nachvollziehen könnt, was ich hier mache, warum ich das mache und woher ich sehe, was ich brauche, das kommt alles nochmal. Aber jetzt machen wir es gleich hier mit. Wir haben eine bewusstlose Person. Wir sehen auch, wann sie eingegangen ist, der Einsatz. Am 15. April 1:15 Uhr, also knapp vor 12,5 Stunden, sage ich mal, in Wuppertal. Die Patientin, sehen wir hier, wird extra mal aufgelistet, ist die Claudia W. Da es eine bewusste Person ist, brauchen wir ja unter Rettung einen RTW und einen Notarzt. Die schicken wir los. Jetzt sehen wir auch hier die Bezeichnung von unserem. Bereit auf Wache. Wie lange sie braucht, die Rettungskräfte bis dahin, also wie lange sie brauchen, sprich 3 Minuten 37 und das ist Realzeit und von wo, von der Rettungswache zu, die wir so benannt haben. Also schicken wir jetzt unseren RTW raus und den nächsten NEF. So, wir sind jetzt auch unterwegs, ich mache mal ganz kurz hier etwas leiser. Dann sterben wir die Ohren ab. Das war jetzt auch das Signal, okay, sind alarmiert. Wir werden auch hier nochmal benachrichtigt. Aber wie gesagt, das kommt nochmal extra Video. Ich habe jetzt noch ein bisschen weitergespielt, habe jetzt 232.000 Credits erspielt. Allerdings wollen wir ja auf den Gruppenführer erstmal kommen. Da brauchen wir noch 1,5 Millionen. Also ich habe schon ein bisschen was gemacht, aber es fehlt dann da ganz schön. Ihr könnt ja mal gucken hier bei Credits in der Übersicht. So, da haben wir die letzten 1, 2, 4, 6 Tage.
Heute ist der 15. Also heute habe ich noch nichts gemacht, deswegen ist es nicht eingerechnet. Das heißt, letzten 7 Tage. Hier sehen wir auch nochmal den Graphen dazu, was für Ausgaben ich gemacht habe und welche Einnahmen ich getätigt habe. Also haben wir hier mal zusammengespielt. Da habe ich so viel gebaut. Ich denke schon, ne? Ja. Eigentlich fehlt da jetzt noch. Ah, das fiel bestimmt am 8. mit rein. Die Ausgaben für die Freiwillige Feuerwehr bzw. die Feuerwache in Gevelsberg, die zeige ich euch auch gleich mal. Die ist hier oben. Warum Gevelsberg? Ganz einfach. Wir haben hier oben ein Wetter gebaut. Wetterrohr. Also, ich denke mal, Wetter an der Ruhr. Oder? Wetter an der Ruhr, denke ich mal. Das ist so. Wie gedacht, ich komme gar nicht aus der Gegend, aber durch den Verband bin ich mit darüber gekommen. In Ebetal haben wir hier. Das heißt, wir haben erstmal hier ein kleines Dreieck. Auch wenn Wetter weit weg ist. Aber wir haben es ja bis Wuppertal nicht weit. Beziehungsweise, wo haben wir hier das nächste? In Schwelm haben wir das nächste. Und dann kommt ja auch schon Hickingshausen, wo wir die Feuerwache haben. Und dann sowieso Wuppertal. Hier haben wir ein bisschen was außerhalb. Und wir wollen es natürlich in dem Radius etwas hier erweitern, vergrößern. Dafür muss aber auch gegeben sein, dass wir alles abdecken können. Dass wir ja nicht mit einer Einsatzkraft in 2 Minuten da sind und die anderen brauchen eine halbe Stunde, ist klar. Da gucken wir mal weiter. Dann haben wir eine angefahrene Person in Solingen. Auch vor 12 Stunden generiert. Das heißt, wir nehmen wieder einen RTW und einen NDF. Schicken das Ganze einmal los. Moment. Das war hier, glaube ich. Ja. Stellen wir das kurz etwas runter. Guck mal, hat das vielleicht übernommen? Ja. Jetzt müsste es angenehmer auch für euch sein. So. Ah ja, natürlich, und weil es angefahren war, das heißt ein Unfall, brauchen wir auch automatisch einen Funkstreifenwagen mit dazu. Der ist jetzt auch mit raus. Dann haben wir einen Baum auf dem Radweg. Durch das Skript hier oben, durch den LSS-Manager, haben wir natürlich auch hier eine kleine Hilfe drin. Brauchen nicht erst hier Hilfe zum Einsatz gehen, dann nochmal gucken, was bräuchten wir alles. So, also so müsstet ihr jetzt gehen. Und das Skript ist 100% kostenlos. Installiert nichts anderes mit dazu. Das heißt, ihr könnt das Ganze einfach runterladen. Dazu werde ich auch nochmal ein Video machen. Und dafür geht einfach jetzt hier hin. Wir brauchen ein Löschfahrzeug. Das heißt LF, TLF oder wir haben einen Sprechwunsch. Den bearbeiten wir gleich. Genau. Und dann seht ihr auch Ausbreitungen. Baum auf dem Radweg könnte natürlich passieren, dass eine Person drunter angeklemmt wird. Ist, denke ich mal, klar. Wir schicken jetzt erstmal die Freiwillige Feuerwehr hin. Das ist trotzdem noch so mega laut. Das machen wir jetzt anders. Warte mal, Moment. Machen wir so. So, bewusstlose Person, jetzt wird auch schon angezeigt, Mensch, wir brauchen ein NEF. NEF ist auf dem Weg. Hier seht ihr auch, 4 ist im Einsatz, am Einsatzort, 3 ist noch auf dem Weg. Also braucht euch keine Gedanken machen, in 3 Minuten ist der NEF, der Angeforderte, auch da. So, wir haben hier Sprechwunsch, das wird auch sein, genau, dass wir noch ein NEF brauchen. Wir haben ein Kind im PKW eingeschlossen. Da brauchen wir auf jeden Fall einen RTW und einen NEF zur Versorgung. NEF ist zu weit weg, 20%. Wir probieren es mal ohne NEF. Ich schicke mein RTW hin und einen von der Pol. Dann haben wir ja Tiere auf der Fahrbahn. Auch noch ein Oster-Event. So, was kann alles passieren? Es kann sehr viel passieren. Ein Verkehrsunfall, ein Auffahrunfall, LKW umgestürzt, gibt es halt verschiedene Varianten davon, Motorradunfall, verschiedene Arten von Verkehrsunfällen und ein Auffahrunfall. Ich denke, ist ganz klar, wenn ein Tierbein über die Fahrbahn rennt, kann das schon passieren. Soll nicht, aber kann natürlich vorkommen. Einsturzgefährdeter Balkon ist immer ganz gefährlich, denn daraus kann resultieren ein eingestürzter Balkon. Da nehmen wir einmal 2 LFs mit von der Feuerwache in Schwelm.
Ein Rüstwagen. Der kommt auch aus Schwelm, das ist sehr gut. Dann bräuchte man ELW-1, auch von Schwelm, sehr gut ausgerüstet. Eine DLK. Die braucht, glaube ich, ein bisschen länger. In Südstadt. Einmal den Feuerwehrkran. Da wissen wir es nicht hundertprozentig. Deswegen schicken wir erstmal die Pol mit hin. Die bräuchte man sowieso. Und ein GKW. Gerätekraftwagen finden wir unter THW und dann GKW. Sind jetzt auch auf dem Weg. Bringt uns auch 3000. Bringt auch 3000 Credits. Also gar nicht mal so verkehrt. Dann haben wir noch Personen im Wasser. Haben wir heute von jedem was dabei. Dafür brauchen wir ein Boot. THW. Nein, Wasserrettung. Klingt logisch. Person im Wasser wird auf jeden Fall einen Taucher mitschicken, Wasserrettung und das Mehrzweckboot. Einfach zur Absicherung, dass wir mit haben. Spricht aber auch Person im Wasser. Also RTW und NEF. Die von der Wasserrettung können ihn zwar bergen, aber wir müssen ihn ja versorgen. Person unter Baum eingeklemmt. Angefahrene Person benötigt noch ein RTW. Der RTW und NEF ist unterwegs. Und dann sehen wir auch, in 2,5 Minuten brauchen wir den NEF oder nicht, dann können wir ihn immer noch rückalarmieren. Das heißt, zurückziehen. Dreh da mal um und komm wieder zu uns. Person in Baumaschine eingeklemmt. Dann brauchen wir zweimal Löschfahrzeuge. Ein Rüstwagen, falls wir ihn freischneiden müssen oder irgendwas. Ein Einsatzleitwagen. Und natürlich wieder RTW. Dann schicken wir gleich den NRW. Ein NRW deckt den RTW und den NRF gleichzeitig ab. Aber das kommt auch alles nochmal separat. So, die sind alarmiert. Jetzt haben wir es hier auch oben grün geleuchtet. Das heißt, wir haben es auch hier mit dastehen. Jetzt kam das Klingeln. Also neuer Einsatz. Wir haben einen Krankentransport. Also gehen wir auf KTW. Krankentransportwagen. Schicken den los. Und ein Hausfriedensbruch in Schwelm. Was brauchen wir? Ein Funkstreifenwagen. Den schicken wir natürlich hin. Jetzt seht ihr auch hier im Funk, okay, sind unterwegs, sind im Einsatzort und so weiter. Ihr könnt auch drüber gehen, da wird es euch nochmal angezeigt beim Einsatzort, auf Anfahrt, über Funk. Die zwei haben wir auch noch hier, dann auf Wache wird dann gleich dastehen, genau. Person unter Baum eingeklemmt. Da brauchen wir einen Polizisten und einmal Feuerwehr. Da kommt auch schon in Gefelsberg die Feuerwehr mit und Moment. War das hier die Gefelsberger? Jawohl. Person unter Baum eingeklemmt. Da brauchen wir natürlich auch noch Rettungsdienst. RTW und NEF. Ihr seht ja auch hier Patienten, einen Transport, sprich RTW 100%, also auf jeden Fall. NEF auch zu 100%. Und wo muss er hin? Unfallchirurgie. Das heißt, ihr könnt auch in euer Krankenhaus gucken, wenn ihr eins gebaut habt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, gleich zum Anfang mit, wenn ihr Rettungsdienst ausbaut. Wo haben wir hier unser St. Leo Stift? Wir haben das hier in Wuppertal. Jetzt könnt ihr auch hier gucken bei Ausbauten. Seht ihr aus dem Skript auch hier oben, aber ich zeig's mal hier. Wir bräuchten eine Unfallchirurgie. Die haben wir. Was uns noch fehlt, was wir auch bald ausbauen müssen, ist die Kardiochirurgie und die Kardiologie. Da die Neurochirurgie, die Neurologie und die Urologie. Dann haben wir das. Ja, genau. Das, die Voraussetzungen haben wir alle erfüllt. Das heißt, wir können die alle freischalten. Das ist kein Problem. Dauert, glaube ich, mal 7 Tage. Und ich habe, ach ja, genau, ich habe auch das Krankenhaus ausgebaut auf Stufe 9. Damit wir mehr Betten bekommen. Weil jetzt haben wir maximal 19 Patienten, ich glaube vorher waren es 15. Einfach wenn wir so eine Session machen oder ich auch ein bisschen Geld erspielen möchte. Wir haben zwar auch im Verband noch Krankenhäuser, aber wir wollen auch unsere eigenen Ressourcen nutzen, ist ganz klar. Und ich gehe immer nach der Nähe. Sind sie näher dran, werden sie ja angefahren, ist ganz klar. Und auf jeden Fall, was vorrangig ist, ist dort die Abteilung, also Unfallchirurgie, Kardiologie, Kardiochirurgie,
vorhanden, dann wird diese zuerst genutzt. Ist diese nicht vorhanden, wird natürlich ein anderer Einsatzort angefahren. Jetzt sind die alle noch in Arbeit. Jetzt wird die DLK noch angefordert. Die DLK ist auf dem Weg. Die braucht ja, glaube ich, auch etwas länger. Den Kran, den haben wir nicht mitgeschickt, weil wir nicht wussten, wird er gebraucht oder nicht gebraucht. Also bleibt der auch erstmal weg. Was haben wir denn noch? Sehr gut. Sprechwunsch. Der Zoo RTW1 hat einen Sprechwunsch und da kamen auch schon zwei neue Einsätze rein. Das meine ich damit. Der Zoo RTW1 hat einen Patienten und möchte, unser Patient muss in ein Krankenhaus transportiert werden. Welches Krankenhaus sollen wir anfahren? Unser Patient sollte in ein Krankenhaus mit folgender Erweiterung transportiert werden: Allgemeine Innere mit Arztbekleidung. Gut. Also schicken wir jetzt den Christian und Johanna, unsere beiden Rettungsdienstler, schicken mir jetzt natürlich einen Sanklete-Stift. Ist näher dran, Fachabteilung ja. Ist auch nicht so weit weg, haben alle ausgebaut. Und genau, hier seht ihr auch nochmal, das sind die Gebäude von unserem Verband, von den anderen Spielern. Unser Krankenhaus, freie Betten, 10, 15, 12, 13, wir haben es ausgebaut auf 19. Hier geben wir nochmal 10% an den Spieler von dem Krankenhaus ab. Wir können natürlich auch ohne Transport entlassen. Bringt aber kein Geld. Ist ja Quatsch. Wir haben es ja. Also die Abteilung. Also, bitte einmal in Sanklete-Stift. Jetzt haben wir jetzt wieder einen neuen Krankentransport. Der Stefan J. möchte bitte transportiert werden. Jetzt gehen wir auf, wenn das hier nicht da steht, was ihr sucht. Ihr könnt das nochmal eingeben, wenn es zu viel ist, so wie ihr es genannt habt. Also KTW. Oh, findet ihr nicht? Könnte noch unterwegs sein. Das sind ja nur die, die auf der Wache sind. Also geht er weiter alarmieren. Sollten hier zu viele stehen, könnt ihr jetzt ja wieder eingeben. KTW. Der wird auch nur die Fahrzeuge angezeigt, die mit KTW beschrieben sind. Oder halt geht auch direkt hier. Jetzt seht ihr auch, okay, was ist mit dem los? Moment, das gucken wir gleich. Die 7. Die 7 finden wir hier. Müsste zum Krankenhaus jetzt fahren, deswegen die 7. Der ist ja wieder auf 3, also auf Anfahrt. Der hat den gerade schon abgegeben in dem Sinne. Die 7 heißt, der hat den Patient aufgenommen, genau. Also er hat den Patient am Einsatz aufgenommen und fährt jetzt ins Krankenhaus oder zu derjenigen Stelle, wo er hingebracht werden muss. Natürlich ins Krankenhaus, ist klar. Person unter Baum eingeklemmt, braucht noch ein Elef. Der ist auch in einem Minute da. Tiere auf der Fahrbahn. Wieder zwei Funkstreifenwagen. Und die schicken wir auch los. Ein Baum auf den Gleisen ist natürlich auch gefährlich, könnte einen Verkehrsunfall mit Zug geben. Also Verkehrsunfall mit dem Zug oder mit einem Zug. Wir schicken jetzt einen Funkstreifenwagen. Wir können es auch anders machen, wir gehen hier vorne auf alle. Jetzt ist natürlich alles angezeigt, alles wild bunt umher. Jetzt geben wir einen Funkstreifenwagen. Wird der erste auch angezeigt, wird geht immer nach der Entfernung. Also wir können es natürlich auch anders einstellen, macht aber Sinn nach der Entfernung. Und ein LF. Das ist wieder schwierig, weil jetzt haben wir 5 Minuten für den LF. Und wenn wir jetzt TLF eingeben, 5 Minuten 24 und LF, ja gut, ist die gleiche Ware. Zur Not, ihr könnt auch hier rüber gehen und jetzt hier gucken nochmal. Ne? LF wird rausgeschickt von der Berufsfeuerwehr in Wuppertal. Eins noch mit dazu, die Wachen sind alle fiktiv. Durch einen dummen Zufall kann es natürlich vorkommen, dass eine Wache dort wirklich dort so steht, wie sie jetzt platziert ist, aber auf jeden Fall nicht so heißt. Ist alles fiktiv, ihr könnt natürlich auch das alles detaillierter machen, da mache ich auch nochmal ein Video dazu. Das ist gar kein Problem. Jetzt haben wir eine Suche nach einem Vermissten. Also brauchen wir zwei Funkstreifenwagen. Ein Hubschrauber, unsere Hummel, in Essen. Und ein Elef. Schicken wir los. Patient 0 bis zu einem. Transport in die Kardiologie. Wir schicken mal eine RTW mit hin. Sicher ist sicher. Jetzt sind ja oben alle Fahrzeuge da. Mit den Bezeichnungen, die wir gegeben haben, so wie sie dann
auf der Leitstelle zur Verfügung stehen. Und da würde ich auch sagen, wir sind jetzt gleich bei 20 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst auch gerne mal einen Kommentar. Mich würde es mal interessieren, was euch so interessiert. Seid ihr vielleicht selber in der Rettungswache oder im Rettungsdienst oder allgemein tätig? Spielt das Spiel selber, sucht den Verband. Ich kann auch gerne mal den Verbandsnamen mit in die Beschreibung packen. Ihr könnt jederzeit gerne beitreten. Es ist nicht verpflichtend. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr gerne mitspielen. Ihr könnt auch so ein bisschen vor euch her spielen. Wie gesagt, wenn ihr die Videos bis jetzt schon geschaut habt, ihr wisst ja, in welchem Bereich wir tätig sind. Der Verband ist auch hier tätig. Wir haben natürlich auch, wer möchte, in Göttingen noch eine JVA. Es ist kein Muss, hier zu bauen. Ihr könnt auch woanders bauen. Ist total egal, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, in Hamburg, München oder Berlin bauen wollt. Ist total egal. Könnt ihr gerne machen, wie ihr möchtet. Aber wenn ihr mitspielen wollt, fühlt euch frei. Seid mit dabei. Und Einspruch, Sprechwunsch machen wir jetzt noch. Der Zoo 2 RTW3 möchte bitte ins Uniklinikum Bergisch Land gefahren werden. Ist näher dran. Und damit ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Euer Satu Dubio. Tschüss und ciao.